Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zu einer neuen Gameplay-Review, diesmal Assassin's Creed Unity. Ja, der eine oder andere hat es gesehen, ich habe auch Unboxing dazu gemacht. Ich habe die Guillotine Edition, kann ich euch gleich mal zeigen. Ich habe hier schon 12 Sachen drinne. Alles nur durch die Guillotine Edition, irgendwelche Waffen Ausrüstungsgegenstände und so ein Scheiß. Ich wollte jetzt auch das Das hier klingt eigentlich so. schon aktivieren, was man über Uplay holen kann, beziehungsweise mein Zusatz, weil ich bei diesem Vorbesteller-Ding mitgemacht habe und ja mein Team aus 4 Leuten besteht, die alle vorbestellt haben, aber die Uplay-Server sind momentan überlastet. Oder funktionieren teilweise nicht. Deswegen werden wir das jetzt einfach mal starten. Ich hatte jetzt schon mal gestartet, um zu gucken, ob Anfang ein kleines Video kommt. Damit werde ich jetzt gleich mal auch testen, ob, wenn ich quatsche, ob ich laut genug bin oder ob das Spiel zu leise oder zu laut ist. Und bevor wir dann richtig ins Spiel reingehen, ja, starten wir dann einfach mal kurz Pause. Also ich habe das Video auch nicht bis zum Ende gesehen. Ich habe nur gesehen, dass da ein Video kommt, da bin ich gleich raus. Und ja, jetzt bin ich mal ganz gespannt, wie das Video weitergeht. Und was da so alles ist. Ich habe schon gesehen, im Store gibt es halt so Zusatzpakete, die man runterladen kann, weil man sich wohl im Spiel wieder was kaufen kann mit Spielcredits. Keine Ahnung, Helix oder so heißen die Dinger. Und da kostet das große Paket 10.000 und man kriegt 15.000, nee, doch 10.000 und man kriegt 1.500 irgendwie geschenkt oder so, oder 100.000 und man kriegt 15.000 geschenkt, ich keine Ahnung. 99 Tacken, also leck mich am Arsch, ist das wieder teuer. So, aber jetzt wollen wir mal starten. Ich bin mal gespannt, ob man das vielleicht sehr komplett Koop durchspielen kann, weil da sind ja jetzt Viere. Und die haben gesagt, die haben diesen Multiplayer, die gibt es ja nicht mehr, den wir von den alten Assassin's Creed-Teilen kennen. Gibt der jetzt nur noch diesen anderen? Ich lass mich da jetzt mal überraschen. Wenn ich ab und zu mal ein bisschen stauben muss, tut mir das echt leid, Leute. Oder wenn ich mich scheiße anhöre, aber ich kann meine Stimme leider nicht verändern, weil mich hat's echt erwischt. Leider Gottes. Mein Controller ist auch bald leer, aber die andere ist schon am Laden. Die Vergangenheit. Das habe ich gesehen. Die Vergangenheit lebt in uns weiter. Oh, ist das geil. Kodiert in der Doppelhelix. Doppel? Achso, ja, wir haben eine Doppel. Erinnerungen unserer Vorfahren. Nach 3 Jahrzehnten. Na, ich bin mal gespannt, jetzt kann ich das Video nämlich gleich mal dazu testen, ob das Video laut genug ist und ob ich laut genug bin oder ob irgendwas anders ist. Also ob ich da vielleicht mein Mikrofon runterdrehen muss oder das Spiel lauter oder das Spiel leiser oder keine Ahnung. Ich frage mich nur, was das mit Helix da zu tun hat. Bei Helix Credits kannst du kaufen irgendwie im Store, wie gesagt. Ich dachte eigentlich, das ist der Animus. Willkommen bei Helix. Wo die Geschichte ihr Spielplatz ist. Aha. Ja, okay. Oh, das sieht aber anders aus. Developer, Abstergo, Power by Animus, aha. Das kann ich spielen. Das ist gesperrt, 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 gesperrt. Das ist alles gesperrt. Die kenne ich nicht. Das ist der Edward. Ezio. Keine Ahnung. Evelyn, genau. You know. Connor? Alter, ihr? Connors Vater? Der Sohn von ihm hier, von Edward? Das ist der Papst.
Die Borgia von Assassin's Creed 2 und Brotherhood. Aber wieso kann ich jetzt hier komplett alle Assassin's Creed-Teile spielen und oder was? Da bin ich jetzt gerade echt überfragt und echt perplex. Also da bin ich echt mal gespannt. Aber ich würde jetzt hier erstmal bitte kurz einen Cut machen, dass ich mir mal selber anhören kann. Oh, meine Stimme, ey. Ob ich okay bin und ob die Musik vom Spiel okay ist. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns gleich. So, da bin ich auch schon wieder. Also meiner Meinung nach ist das alles ganz okay. Man hört das Video gut, man hört mich gut. Und wir werden jetzt einfach mal anfangen zu spielen. Jacques de Molay, der letzte der heldenhaften Tempelritter, war ein Mann mit Grundsätzen. Ein großer Geist von jenen Hintergangen, denen er vertraute. Das ist der Anführer der Erleben Sie in Templer, dieser Folge von gefallenen den Helden, der französische König verraten hat und verbrennen lassen hat. Der hat dann zum Schluss noch den französischen König verflucht. Und den Papst, glaube ich, auch. Ist der letzte Tempelritter, also der letzte Großmeister der Tempelritter. Offiziell. Also im Spiel gibt es die halt länger, denke ich mal. Oder gibt es sowieso, ja. Aber die richtige Geschichte ist halt, dass er halt der letzte Großmeister der Tempelritter war und vom französischen König verraten wurde. Ja, Geschichte ist so ein Steckenpferd von mir. Sieht das geil aus, also wenn das Nächster, nicht mal Next Gen Neubegründung ist. des Tempels. Florak, der Urteilsspruch des Rats war eindeutig. Ihr seid hier nicht willkommen. Ich muss mit dem Großmeister sprechen. Er ist beschäftigt, wie die anderen. Vielleicht ein andermal. König Philipp sieht das anders. Verflucht, Mann. Schon im Kerker verrottet. Ich verstehe es kaum. Ich verstehe es nur nicht. Gut, die Templer jetzt da. Man hat uns verraten. Zieht die Schwerter. Verteidigt den Tempel. Ist das geil. Nicht ihr, Bruder. Für euch habe ich was anderes. Kommt mit. Auch die Gesichtsausdrücke sehen jetzt viel cooler aus als früher. Das erste Assassin's Creed Next Gen war ja... Das sind andere Finger. Der Papst? Die Assassinen. Assassinen? Ich dachte, die Mongolen hätten ihre Macht vor Jahrzehnten gebrochen. Oh? Die Assassinen sind älter als Masyaf, mein Freund. Ihre anarchischen Ideale sind ansteckend wie die Pest. Und noch schwieriger auszulöschen. Ja, Black Flag war das. Und da sah halt Black Flag genauso auf der 4 wie auf der 3 aus, bloß dass die Konturen und die Grafiken etwas besser waren. Sah schon wesentlich besser aus als auf der 3, aber hier packt Ubisoft natürlich mal wieder ordentlich was drauf. So, wo soll ich hin? Da wurde grün. Ist. Okay. Oh. Es soll zum Grünen, aber ich will gerade mal ein bisschen schmetzeln. So. Kommt die Brücke! Halt! Sieht das fett aus. Ich muss irgendwie hinein. Ja, okay. Irgendwie hinein. Gehen wir einfach mal. Aha. Okay. Oh, dann macht er alles automatisch. Cool. Oh, das war die Fallen. Gefallen. Oh, hier lang. Macht er das? Wieso macht er das jetzt? Oh,
ist das hier? Ja, 2 und X. Oh, selbst die Bewegungen sehen hier viel flüssiger aus als bei den Vorgängern. Und wie der Mantel fällt, also da hat sich ja wirklich einiges getan. Ja, wo ist ihr Kind? Oh, Entschuldigung, Leute, ey. Es tut mir echt so leid, dass ich euch ins Ohr manchmal husten muss, aber ich versuche die ganze Zeit anzuhalten, aber es geht nun mal nicht. Turm? Okay. Boah. Fett. Komm her, du Penner, ich krieg dich. Da! Assassine! Ah! Achso, ich soll Kreis zurück zum Parieren. Oh, jetzt ist er weg. Der Blendgranate ist ein Geisel. Das. Der hat einen Blitz gemacht. Mit einem Schwert. Krasse Scheiße. Eigentlich kommt aus dem Hammerblitz. Vom Donnergottor. Schwert ist mir nicht geläufig. Aus irgendeiner Mythologie. Zeus hat Blitze? Mit dem Schwert auf sich. Ey, das wurmt mich gerade. Oh, getötet. Tut mir leid, Leute, echt. Aber an dem Headset ist kein... Es war Mute-Knopf dran, aber der funktioniert nicht wirklich, weil mein eigentliches Headset ist kaputt. Das habe ich zu Triton eingeschickt. Papst Clemens, hört mich an. Noch vor Ende des Jahres werdet ihr vor dem Richtstuhl Gottes stehen. Und ihr, König Philipp, für die schmachvolle Schändung des Tempels kann keine Bestrafung schrecklich genug sein. Ach, seid verflucht! Verflucht bis in die 13. Generation! Verflucht sollt ihr sein! Gierig von den Flammen des Zorns verschlungen, Alter, Schalter, fand das Zeitalter der großen Weisheit ein schmerzhaftes Ende. Die Tempelritter. Einst stolze Bewahrer von Ordnung, Frieden und Erkenntnis. Gab es nicht mehr. Ja,
außer ein Sniffer laufen. Wenn Abstergo uns anpingt, hol mich raus. Okay. Ich habe ein Bild. Hallo. Du bist bestimmt verwirrt, also mach ich's kurz. Ja. Bishop, nicht wirklich, versteht sich. Aber mehr verrate ich heute nicht. Bitte hör gut zu. Abstergo will dich benutzen, um mithilfe deiner Neuronen genetische Erinnerungen zu durchforsten. Die Typen haben ihre Finger bereits in Zahlen. Regierungen, Pressekanälen und NGOs. Aber jetzt wollen sie die Kontrolle über die Geschichte. Macht dich das nervös? Ja. Dann ist gut. Aber wir werden sie stoppen. Und ich brauche deine Hilfe. Deacon, lade Gensequenz AD16, B13, I87. Ja, ist gleich soweit. Letzte Woche erhielten wir Zugang zu einem Satz nicht sequenzierter Erinnerungen auf den Helix-Servern. Zunächst wirst du dir eine kleine Probe ansehen, damit du verstehst, wofür wir kämpfen. Und danach kannst du selbst entscheiden, was passieren soll. Wir warten. Okay, die warten. Da bin ich jetzt aber verdammt neugierig. Oh, fuck. Ja, Desmond ist ja leider tot. Scheint so, als wenn wir wieder uns selber spielen. Fässer. Hallo, das ist doch der von 4. Sag schon, Unity. Nur Mut, mein Junge. Du wartest hier. Ich komme wieder, wenn dieser Zeiger ganz oben steht. Das dauert ja ewig. Nicht so lange, wie du glaubst. Und wenn ich zurückkomme, sehen wir uns das Feuerwerk an. Und Arno? Sieht das fett aus. Keine Abenteuer, ja? Ja, Vater. Alter Scheiter. Da sieht man so, ja, die Beulen im Teppich, wo er Wellen schlägt, ist das fett. Ja, die Haare, die sehen immer noch nicht so. Aber ich denke mal, das wird zu viel. Das muss so viel berechnen, wenn sie da noch die Haare einzeln so machen. Aber sieht auf jeden Fall schon mal besser aus als bei den Vorgängerspielen. Auch schon mal besser als bei Black Flag. Oh, da sind leichte Bewegungen drin in den Haaren. Habe ich mich da verguckt? So, die sollen wir jetzt finden. So. Ich mache jetzt hier aber erstmal kurz Pause, Leute. Ich muss hier nochmal kurz einen Cut machen. Es tut mir leid, aber ich muss ganz dringend mal auf den Pott. Und ich habe noch einen Code gekriegt, den will ich noch einlösen für Unity. Jetzt kommt nach und nach meine Codes nämlich vom Vereinigt euch. Aber erstmal gehe ich auf Toilette. Und wir spielen dann gleich weiter.